begrüßt zu Zwergis Dachstube. Hier. Ja. Heute werde ich mit euch etwas als Wichtel oder als Weihnachtszwergi backen. Aber zuerst packen wir hier den Adventskalender aus. Heute ist der 21. Das ist. Suchen hier. Packen wir das mal aus und zack. Ein kleines Schokoladen-Teddybärchen. So. Zutaten sind hier 200 Gramm Mehl. Also, das ist nicht 200 Gramm Mehl, das muss noch ein bisschen ab hier. Wir haben Puderzucker, Butter, 2-mal Eigelb. So, 2-mal Eigelb. Zitronensaft. Saft in der Zitrone. So. Und das war's, das sind einfache Zutaten, die müssen natürlich abgewogen werden. Beginnen wir mal mit dem Mehl. 250 Gramm Mehl. Schalten wir mal die Waage ein. 50 Gramm Mehl rein. Und da kann auch kommen. 250, das sind. Und. 250. Perfekt. Auf den Gramm genau. Das kommt jetzt als erstes hier mal rein in die Pfanne. Das staubt schön. So, als nächstes 125 Gramm Puderzucker. Vielleicht 2 Packungen. Eine ist angefangen, eine noch nicht. 125 Gramm. Das wird süß. So, ja. Schön viel Zucker. 125, nein, es sind 124. In der Packung waren noch 124, aber gut. Es sind 125. So, Rinder mit. Reinhauen. So, 125 Gramm Butter, also genauso viel Butter wie Zucker. Das ist gut. Dann nehmen wir mal ein Messer hier. Ein Buttermesser. Zack. Schalte die Waage nochmal an, die geht immer wieder aus. Butter. Mal ein bisschen mehr. 125 Gramm braucht das. Ist. Ich weiß, ich kann nicht rechnen, aber es ist schon mal deutlich mehr. Ja, komm, geht. Jetzt habe ich hier eine Menge gemacht aus Butter. Jetzt habe ich hier ganz viele Butterstreifen. Eier. 2 Schalen habe ich hier. Die Butter kommt weg. Butter muss rein. Zack. So. Einmal mit dem Messer. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Bitte einen Erwachsenen als Hilfe dazu holen. Ich brauche nur das Eigelb. Schütt mal das Eiweiß hier raus. Es ist ein bisschen eklig, aber. Klingt, als ob eine Menge. Hoppla! Klingt, als ob eine Menge. Hoppla! Klingt, als ob. Hoppla! Hoppla!
Klingt, als ob eine Menge Hoppla nötig wäre, um einen Krabbenburger zu machen, richtig? Falsch! So. Mach hier relativ das Eigelb. Und ich sau hier ganz Küche voll. Ja, das Eigelb, zack, kommt in die Schale. Und der andere ist Eiweiß. Dann brauchen wir mal zwei Eigelb. Und so. Haben wir hier zwei Eigelb. Passt, zwei Eigelb. Ein bisschen Eigelb ist noch da drin, aber. Müssen wir ein bisschen Eiweiß mit drin. Aber. Gut, So. Steht nur Zitronensaft. Das wird reichen. Ist Zitronensaft? Nee. So, und jetzt das Ganze zu einem Teig verkneten und dann kühlen lassen. Mindestens eine Stunde im Kühlschrank kühlen lassen. Ja, so viel Zeit habe ich nicht. Da müsste ich irgendwas vorbereitet haben, aber es gibt ja noch den Schnitt. Ärmel sind hochgekrempelt, meine Uhr ablegen. Ich gehe hier da gleich mit den Händen da rein, zum Glück sind sie gewaschen. Und knete das Ganze einfach mal durch. Ich könnte auch einen Mixer dafür benutzen, aber Handarbeit ist Handarbeit. Also Rinder. So, das Ganze jetzt ordentlich knetet. Das Eigelb und die Zitronen soll ich hier um die Mehl vermengen, dass das ein Teig wird als bewährte Zitronensaft. Tut glaube ich dasselbe, schmeckt ein bisschen anders. So, und wird warm unter der Weihnachtsmütze. Ja, ins grüne Elf. Fahren wir durch die Rot. So. Mal gucken, was ich im Schnitt dann daraus mache. Jetzt habe ich hier ein bisschen gekrümelt. Ich denke aber, das reicht gleich schon. Das ist hier schon ein Teig. So ein kleiner Teig, aber. Gut, kann man ja nochmal nachmachen, wenn man Lust drauf hat und ein bisschen mehr Plätzchen haben will. Dann für eine Stunde in Folie, dann im Kühlschrank. Fangt! Jetzt habe ich meinen Zuschauer geprankt. Kommt in den Titel. Ach nein. Fallen lassen. Hoppla. So. Oh, Folie hier. So hier. Ach ja. Sehr umweltbewusste Plastikfolie. Dann wird das eingewickelt. Mit ein bisschen Eiweiß hier noch an der Folie. Dann kommt er mal in den Kühlschrank hier rein. Und wo habe ich denn hier Platz? So passt. Tank da oben verfrachtet. Nein. So, sehen wir uns in einer Stunde wieder. Das heißt bei euch in knapp 3 Sekunden. Also jetzt. Ja, so, Stunde ist vorbei. So, ja, Stunde vorbei und ja, Teig wird rausgenommen. Heiß!
Nirgends im Weg. So. Hier mal schön plätten. Das sind hier mehrere Teile. Ich versuche es jetzt mal zu einem großen zu machen. So. Was man jetzt so alles macht, wenn man auf was wartet, eine Stunde. So, ich glaube, das dürfte erstmal ein bisschen für den Tisch. Ich soll meine Ärmel füllen. Hier habe ich ein paar Plätzchen, Formen. Ein Schneemann. Ne, ein Weihnachtsmann ist das. Mein Puzzleteilchen. Ich glaube, das mache ich. Mach mal ein Puzzle daraus. Ich glaube, ich nehme mir gar nicht so. Ich mache so ein kleines Puzzle hier. Vielleicht kann man den Teig dann sogar puzzeln. Die Plätzchen. Ich lege es trotzdem schon mal drauf. Das ist halt so ein halbes kaputtes Puzzleteil. Gibt es ja auch noch. In dieser Welt kaputte Puzzleteile. Die kannst du dann nirgendwo mit reinbauen. Das ist, kennt ihr diese Puzzleteile in Puzzles, die man. Puzzles, die man noch nicht mehr benutzen kann? Das ist dann richtig ärgerlich, wenn dann so ein. Wenn die kleine Schwester irgendwie ein Puzzleteil abgebissen hat und dann. Könnte passen. Hier. Oh, oh. Spitzen sind ein bisschen locker, aber. Wären glaube ich nur Vierecke. Plätzchen raus. Puzzeln können wir damit nicht mehr. Ich glaube, ich nehme den Teig hier nochmal zusammen und nehme dann ein anderes Förmchen. Diese Teile waren eine blöde Idee. Vieles offen und Dingens geblieben. So rollen wir da aus. So. Und was haben wir denn hier? Hier haben wir das Lehmann. Ich brauche so ein Sternchen. Ich nehme so ein grobes Sternchen. Das wird es viel eher. Den habe ich versaut, aber egal, kommt da mit drauf. Ich bin sternchentolerant. Hier wird jeder gebacken. Nicht nur gut aussehende. Das sind auch verkrüppelte und schlechte. Dafür ist mein erstes Blech ist. Ich denke, heizen wir erstmal den Ofen vor und dann so ein kleiner Blickwechsel. Hier Heißluft auf 200 Grad und Start. Dann wird das erstmal vorgeheizt. Eine Minute, 37 Sekunden später. Fertig ist. So, fertig ist. Und damit in den Ofen. Nicht Finger rein. Verknufen. Passt. Und so die Sache. Zack. Und auf 11 Minuten. Los geht's.
da. Holt mich hier raus. Fetch is auf Lappen. Wohl Topflappen, du Lappen. So. Und raus damit. Oha. So. Mehr Verkehr. Nach und dann kommen hier eine bunte Sträuße drauf. Ein bisschen bunte Sträuße, zack, ein bisschen so ein kleines, klein wenig. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat mein kleines Plätzchen backen, meine kleine Backstunde gefallen. Hier mal vorsichtig zeigen, hier sind die fertigen Plätzchen. So, dann das übliche Däumchen nach oben. Solltet ihr auch ein Plätzchen abhaben wollen, abonnieren, falls ihr zwei abhaben wollt. Ja, teilt dieses Video weiter und ja, seid morgen beim wievielten, beim 22. Adventskalender natürlich mit dabei. Ja, noch wenige Tage bis Weihnachten. Dann würde ich mal sagen, gehabt euch wohl. Bitte nachmachen. Kleinere Leute, kleine Hobbits, bitte mit Eltern. Und ja, gehabt euch wohl. Und noch eine wunderschöne Weihnachtszeit, eine wunderschöne Adventzeit. Bis zum nächsten Video. Ich bin raus. Gönnt ihr? Ja.